Hallo. Hallo. So. Oh, ja. Er macht doch irgendwie immer so Geräusche. Herzlich willkommen zurück. Ich laufe gegen die Wand, wenn ich eine finde. Das wird schwierig hier unten. Ja. So. Ja, wir sind wieder in Niflheim unterwegs. Und ich sehe gerade, mein Inventar ist schon total zugemüllt. Wollten wir das irgendwie umsortieren? War da irgendwas? Jo, kannst du auch mal machen. Ja, stimmt. Genau hier hast du eine Kiste gebaut. Ja, da hatte ich die Kiste gebaut mit so dies Rohmaterial, also Baumaterialien. Genau. Und ich will das jetzt auch hier irgendwie so ein bisschen umsortieren. Deswegen habe ich den ganzen Scheiß das letzte Mal eingesammelt. Boah, nur was wohin? Das ist die Frage. Wenn wir irgendwie schon wirklich so viel Zeug haben. Ja, Tierbeute packe ich jetzt einfach auch mal alles hier in die Kiste. Ja, hier ist ja auch Wolfsfelle drin und Wildschweinfelle und so. Und Bretter. Genau. Pflanzen habe ich im Moment wohl alles dabei. Ich packe auch mal 5 Frösche da rein. Okay. Ah, Sticktrap könnte ich draußen mal wieder aufstellen. Dann können wir noch so ein Hühnchen fangen. Oder brauchen wir eigentlich ein zweites? Geht's dann schneller mit dem Hühnerstall? Ich glaube, da ist nur Platz für eins. Aber wir können mal zusehen, dass wir die Schafsfalle... Ich guck mal, was wir für die Schafsfalle brauchen. Mhm. Können wir uns vielleicht noch mal so ein Schaf anlachen, oder? Dass wir ein bisschen Wolle kriegen. Wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, ja. So, ich will auch ein paar Ressourcen fangen gehen. Was war denn das für ein Geräusch? 9 Holzstämme, Bretter, ich glaube noch eins. Och, ja, da ist schon wieder so ein kleiner Piepmatz. Aber mir unseren Kampfberg hier so angucke, da schmeißt sich das in den Rachen, schluckt's ganz runter und meint, ich liebe Weintrauben oder sowas. Hier haben wir es nämlich schon wieder. Ja. Wir brauchen Seile für die Schafsfarmen. Aha. Und zum Seilecraften brauchen wir Wolle. Ich habe wieder einen Igel erschlagen, jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Und ich weiß nicht. Ja, genau. Zwei Seile kann ich schon herstellen. Ich habe irgendwie eins Wolle. Ach ja, wir haben ja mal ein Schaf totgehauen. Das wird, also wir werden hoffentlich keinen Mangel an Schafen kriegen. Auch Karnickel rennt natürlich ins Loch. Können wir die Löcher irgendwie nicht abdichten? So, also brauchen wir noch 2 Wolle. Also die Eicheln, die ich hier hingeschmissen habe, um zu gucken, ob da Bäume rauswachsen, aus denen ist nichts geworden. Kannst du wieder einsammeln. Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, die Bäume, die wachsen mehr oder weniger per Zufallsprinzip, zumindest im Moment noch. Ja, hoffentlich. Also. Ja, also hier stehen 2, ich hau die einfach mal um, Inventar, ach Gott, das ging irgendwie. Wie Inventar? Das Charakterinventar, da muss ich hier irgendwie aufs Bild klicken, ja. Konnte man nicht irgendwie durchscrollen durch die Ausrüstungsgegenstände? 1. Ah ja, mit der Taste 1, genau. Ach, aber da habe ich im Moment keine Axt ausgewählt. Ach so, weil man 3 Slots hat hier, okay. Oder irgendwie auch nicht. Ach, ich verstehe es gerade nicht. Was möchtest du denn machen? Ich habe die Axt angelegt, aber. Ich habe erst ein bisschen suchen müssen, bis es wieder geklappt hat. So, also ich hole jetzt einfach mal mehr von allem. Das ist so im Moment irgendwie mein Plan. Ja. Oh, Woodcutter Level 2, jetzt fallen die Bäume dann hoffentlich auch schneller. Wäre schön, wenn sie auch schneller wachsen würden. Da bin ich auch mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Ne? Er will die Eichel nicht aufheben! Warum? Ist da noch Platz im Inventar? Ach, was weiß ich, dann bleibt's halt da liegen. Ja, ich sehe im Hintergrund, das sind so kleine Bäume, also die könnte ich jetzt auch schon fällen, aber... Aber ich glaube, wir warten lieber, bis die größer gewachsen sind, oder? Oh, ja, Wildschwein! Ich habe hier schon wieder einen Wolf, das wäre bei meiner aktuellen Befindlichkeit nicht gut. Jetzt würde mich mal interessieren, was passiert, wenn wir sterben, weil eigentlich sind wir ja schon tot. Wir sind ja im Jenseits mehr oder minder und wollen ja irgendwie so in die Hallen von Asgard oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Okay, das Schaf ist tot, ich habe die Wolle. Ich darf nur nicht zu weit darüber gehen, weil sonst der Eber nämlich sagt. Und ich habe ein Häslein erschlagen. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach nur genug Häslein killen, damit wir mal einen guten Vorrat an Futter haben. Aber nee, da brauchen wir ja auch wieder Steinsalz, da müssen wir auch wieder graben. Ach herrje. Und ich glaube, das, was ich da unterirdisch mal gefunden habe, das war irgendwie schon so eine Art Boss. Da war irgendwas Dickes rumgelaufen.
So, du kleiner Eber, du kannst mich jetzt mal ganz doll ignorieren, wie ich hier die Bäume ummache, bitte. Nein, was für nein. Spitznamen gibst du mir? Du kleiner ja, Eber. Du kleiner Eber. Du Hasenpups. Ach. Das erwärmt mein Eberherz. Hallo. Ah, da bist du ja. Ja. Kuckuck. Da geradeaus ist ein Eber. Ich weiß nicht, wie es gesundheitstechnisch bei dir aussieht. Wir können ihn angreifen. Gar nicht mal so gut. Ich glaube, dann gehe ich lieber noch mal eine Runde ins Bergwerk. Wie sieht's mit dem Holz aus? Wie viel habe ich denn da mitgenommen? Ich habe jetzt 13 Loks. Kannst du mir das mal auf den Boden schmeißen, dann verwurste ich das gleich. Ja, ich guck gerade, weil ich habe keins im Inventar, habe ich vergessen, das aufzusammeln. Und die Beeren kannst du auch mal auf den Boden schmeißen, davon habe ich nämlich schon welche, dann mache ich da Marmelade draus. Wie schön wir im Gleichschritt laufen. Moment, Beeren fallen jetzt runter und noch mehr Beeren und ja, die Samen, ich weiß nicht, brauchen wir die? Jetzt gerade nicht. Okay, ja, ist auch doppeldeutig, aber ich glaube, hier wächst eh nichts, also, weil kalt und so. Ich bin ja schon froh, dass ich die Bäume gefunden habe gerade. Mhm. Ja, die brauchen halt noch ein bisschen die im Hintergrund, denke ich mal, oder? Ja, ich weiß nicht, müssen wir eigentlich sehen, ne? Ja, da hat's Kanickel totgetreten. Er hat einen Knüppel in der Hand, ne? Aber, ach, warum denn? Einfach wegkicken. Eieiei. Also auf jeden Fall brauchen wir viel mehr Material. Hier sind noch Bäume. Die mache ich eben um noch. Bist du weiter nach links gelaufen oder wie? Ei, ei. Okay, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ich habe nochmal so ein Hühnchen geschlachtet. Aber das steckt sich unser Berserker irgendwie in den hohlen Zahn. Ja. Oh, ich will doch nur darüber zu diesem gelben Gedöns. Das muss ziemlich starker Wind sein hier. Ich hoffe, Wolf. Du hast nicht gepupst. Das ist Wolf. Deswegen weht mein Gürtel so. Das ist aber ein Kürbis. Ich will den Kürbis haben. Ich wollte ja... Nein, ich will nicht da reingehen. Ich wollte... Hey! Tschüss, war nett mit dir. Das war so nicht geplant. hier sind nämlich die Untoten. Ich komm mal wieder raus. Ja, du machst das schon. Oh, hier ist noch ein Schaf. Obwohl, die Untoten, die haben wir ja auch schon mal fertig gemacht, als sie unseren Stützpunkt angegriffen haben, ne? Machen wir es Blatt? Ja, wir bringen das Schaf jetzt um, weil ich brauche noch die Wolle davon, um die Schafsfarm zu basteln. Oh, es rennt aber an den Bienen. Ja, dann vorbei. Lass es wieder zurückkommen, ich habe ja den Bogen draußen. So, hier kann er irgendwas pflücken. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber er hat's mal mitgenommen. Oh, meine Pfeile sind alle, das ist natürlich schlecht. Ja, hast du noch meine Pfeile? Auch. Nee, alles leer, soweit ich weiß. Wie machen wir jetzt das Schaf da tot? Bolzenschossgerät. Haben wir nicht. Ah, das wird mir zu nah mit dem Bienen. Ah, hier geht's auch rein in diese Höhle. Huch. Was war jetzt das für ein Haar? Du hast es erwischt, oder wie? Ich hab's ausgetrickst. Ich habe hier ein Ancient Portal gefunden, das musste ich mir gerade mal angucken. Da steht eine Kiste rum und da liegt lauter Zeug, das wir aber nicht mitnehmen können, weil im Hintergrund... Feature currently in development. Okay, das kommt noch, das ist noch nicht im Spiel. Ja, also hier sind noch nicht so einige wirklich. Sachen noch im... Die Arena ist ja auch noch nicht nutzbar. Arena, PvP, oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, was das dann wird. Oder wir können gegen diverse Monster kämpfen und, ja, oh, dann dummes EP Schaf, farmen. Ey, du brauchst noch einen Hit, jetzt komm bitte noch mal ein paar Meter hier rüber. Mäh, ihr Schaf, nein, das hatten wir das letzte Mal schon. Hier ist wieder ein Kanickel, hier gibt's noch ein paar Bärchen. Komm, also, hier, schnuck, 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 komm. Komm. Das erinnert mich an einen Freund, der im Rollenspiel wollte er Wildschweine jagen gehen. Stirb! Geht in den Wald, put. Ich komme dir mit dem Schaf entgegen. Okay, ich kessel's von der anderen Seite ein. Ich bin schon im vollen Barbarensprint, aber irgendwie reicht's noch nicht ganz. Ich eile. Hab direkt das Schwert draußen. Das ist wie bei Speed. Wenn ich jetzt los, stehen bleibe, oh nein! Oh, gut. Ein so Dritt, eine das war's. Oh. Dumme Sache. Lecker Hammelkeule. Matten. So, jetzt kann ich uns das Seil basteln, das wir brauchen. Und dann kann ich uns auch die Schaffarm bauen. Schade nur, dass wir jetzt keine lebenden Schafe mehr haben. Mhm. Ja, die müssen doch auch einen Respawn haben. Bloß wann? Klar. Ich frag mich bloß gerade, warum oder ich vergessen ich, ey, habe... Warte mal, vielleicht sollte ich uns eher ein Treibhaus bauen.
Ja, wenn das geht, ja, warum nicht? Das sind genau die gleichen Materialien, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, auf Deutsch umzustellen. Aber das wird uns Das ist ja nicht Mist. umbringen. Hühnchen! Ja, du bleib da! Spring in meinen Mund! Ich stehe in der Nahrungskette über dir. Spring in deinen Mund. In meinen. Ich habe aber auch zwei Kürben dabei, fällt mir gerade auf. Also Great Red Pumpkin, zwei Stück. Kürben? Ja, die Mehrzahl von Kürbisse, kennt man doch. Ist das Und Kürben? nein, natürlich nicht, aber Ja, das ich sage war. ich gern. Genauso wie bei Achso. Kamera, Kameraden und Ananas, Ananesse. Achso, ja Das gut. ist so ein bisschen Dann war Deppendeutsch. das so ein. Das war so ein Jog, ne? So Ein ein Jog, ganz ja, witziger Jog. ein Garg. Da ist wieder ein Schaf, also es gibt einen Respawn. Das ist gut. Ich versuch's zu kriegen, aber. Oh, hier liegen Eier Nee, rum. jetzt brauchen wir es nicht mehr. Oh, da ist aber auch wieder der Erstmal. Eber. Scheiße, oder hat mich bemerkt? Ich stirb dann mal. Jo, du Dann machst das ja schon. Ich baue werden wir uns ein gleich wissen, Treibhaus, was ne? dann passiert, ne? Ja, weil ich kann nicht wegrennen. Warum nicht? Die Ach, blöde weil du Sau ist zu verletzt bist? schnell. Oh, da fällt er um. Bist du echt down gegangen? Ja, aber jetzt bin ich gespannt, weil eigentlich sind wir ja schon tot. Was soll passieren? Jo, da bist du wieder. Ich spawne wieder vorne, aber als Geist? Irgendwie ja. Vielleicht musst du ja einen Shit einsammeln. Ah, ich muss vielleicht zum Körper zurück. Das könnte sein, ne? Guck mal, hier liegt ein Igelballen oder so. Ja, das ist ein richtiger Igel. Ach, wie süß, hat er sich zum Kügelchen Setze zusammengerollt. Kerne in die obere Zelle ein, um die Produktion von Gemüse zu beginnen. Die untere Zelle wird mit dem hergestellten Gemüse gefüllt. Ja, wenn das nichts ist. Wunderbar. Das ist doch was. Mal gucken, was wir hier für Kerne haben. Ich muss auch dran denken, ich wollte ja mal mit Skill kämpfen und den Schild einsetzen, ne? Das muss ja auch irgendwie gehen und was bringen. So, also gleich bin ich bei meinem Körper. Ja, der liegt da tatsächlich noch. Ja, und ich gehe einfach wieder in meinen Körper rein und das ist die Wiederbelebung und ich bin ganz geheilt. Das ist Dann gut, bring das noch zu mal den wissen. Eber um. Aber erst hacke ich hier noch einen Baum. Habe ich Direkt irgendwas blutige verloren? Nee. Rache. Ich hab wirklich alles dabei. Also. Keine Penalty. Ja, ich meine, vielleicht gibt es ja später da was in der Hinsicht. Oder es ist halt so, dass man irgendwann weit weglaufen muss und dann Ja, die das Wege mag sein, entsprechend ja. weit sind. Jetzt klaue ich erstmal die Eier, wo mich der Eber dran gehindert hat. So. Da kommt der Eber schon wieder, aber ich will. Ach, weißt du was? Ich mach einfach. Wie konnte man nochmal den Schild auswählen? Rechte Maustaste Ah einfach, wenn ja, du das gut. Schwert trägst. Okay, sein Angriffsmuster ist zweimal angreifen, dann kann ich zweimal angreifen, dann muss ich wieder blocken. Aber macht mir trotzdem Schaden. Ich glaube, der Schild, der ist nicht ganz so gut. Okay. Vor allem, wenn er nicht vorhält. Ah, da muss ich mit dem Mauszeiger unbedingt auf die Figur. Ich bin wohl wieder tot. Hä? Ich habe einen Wolfskopf fallen lassen? Oder was? Dein Helm Ah, so. ist doch so wolfskopfmäßig unterwegs auch. Okay. Jo, ich kann uns dann mal 12 Beerenmarmelade machen, ne? Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Und wir könnten süße Kürbisse züchten. Wäre das was? Ja, würde ich doch sagen. Auf jeden Fall, Hauptsache, wir kommen voran irgendwie. Aus den süßen Kürbissen können wir nämlich Kürbispüree machen. Njam, 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 Das gibt. Kürbispüree! Dafür bin ich den ganzen Weg von Midgard hierher gereist. Nur deswegen. Ja, genau. Hab mich Das extra gibt, töten lassen von Erik dem Blauen. das gibt tatsächlich 100 Lebenspunkte wieder, das Kürbispüree. Und dann brauchen wir nicht mehr groß Futter suchen. Aber ich mache jetzt erstmal dieses alte Marmelade hier fertig. Du hast recht, er hat wirklich meinen Helm fallen lassen. Weißt du, was interessant wäre? Oder was gut wäre? So Einen ein. Drogentrip? Auch. So ein. So ein Button mit von wegen, wie viele man herstellen möchte. Weil ich muss jetzt 20 Mal gefühlt oder 10 Mal immer wieder anwählen und wieder machen und wieder anwählen. Weißt du, das wäre irgendwie cooler, wenn man so eine. Ja, so eine Stapelherstellung. Genau. So, das Schwein will kämpfen. So, jetzt gucke ich noch mal, ob das Attackemuster gleich bleibt. Ne, diesmal greift's anders an. Na, dann, wenn die ja kein festes Muster haben, dann muss man ja gucken, wie man das dann am besten macht, oder ist der Kampf dann nicht eher ein Glücksfall? Ich glaube, das ist eher random, oder? Nee, und wenn man abblockt, man blockt auch nicht den ganzen Schaden ab, sehe ich gerade. Aber die Wutz ist tot. So. Ja, mal gucken, was man damit anfangen kann.
Oh, er macht's schon wieder. Ich bring dir wieder ein bisschen Holz mit, das könntest du dann vor die Hütte legen. Was mich auch wundert, ist, ich habe hier Aufgabe Holzfäller, gesammelt Holzstamm 10, Belohnung Brot 2 und 15 Goldmünzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mehr als 10 Holzstämme gesammelt habe. Und ich sehe auch gerade hier draußen, hier steht auch ein Topf, an dem du kochen kannst. Es ist ein bisschen blöd, dass wir uns dann drinnen irgendwie erst eine Küche basteln müssen. Wie Auf der draußen anderen Seite. steht ein Ja? Topf zum Kochen? Ja. Ein bisschen Verarscht mich weiter jetzt. hinten, aber da ist einer. Aber das ist doch ganz gut, dann können wir da zwischendrin mal, wenn es notwendig ist. Aber ich habe jetzt so viel Marmelade hier gebastelt. Bring auch wieder noch ein paar mehr Beeren mit. Also die wachsen ja recht schnell nach. Ja. Man muss bloß halt immer wieder dran vorbeilaufen. Für Was ein habe ich Hühnchen. hier? Ach, Hagebutten habe ich hier. Super Idee. Hagebutte. Aber nicht hinten in die Schuppenrüstung reintun, das tut aua. Piep, 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 piep. Ja, ich packe jetzt erstmal auf alle Fälle die Kürbissamen da oben in unser Treibhaus rein. Wir müssen doch eigentlich Kampf auch leveln können, indem wir einfach die allen möglichen Viecher da irgendwie plätten, ne? Gehe ich von aus. Ich guck mal, da war doch irgendwie eine Übersicht. Ach Gott, Siegel. Siegel kann man irgendwie sich dann noch kaufen. Und dann kriegt man bestimmte Vorteile, sehe ich gerade. Okay. Okay, wir haben Stärke, kritische Trefferchance. Hunter, Farmer, Trader, Warrior habe ich schon auf 2. Koch, Woodcutter, Alchemist, Carpenter, Blacksmith, Miner. Also man muss einfach immer wieder alles ein bisschen öfter machen. Und wenn man halt mal Ja. dabei stirbt, das wird halt am Anfang so sein. Okay. Damit komme ich klar. Ja. Warum nicht? Ja, richtig. So, was Oh. haben wir denn noch? Wir haben schon 2 Wildschweinfelle. Und Häschen haben wir 7 Felle. Ja, ich werde mich auch gleich nochmal umgucken, beziehungsweise werde ich mal nachgucken, was wir vielleicht Neues an Rüstung herstellen können. Wir brauchen noch eine Kiste für Nahrungsmittel und Pflanzen. Haben wir doch hier. Haben wir? Ja, ganz rechts. War das die? Moment, dann mache ich markiert Marsch. Oh, die Carrot Seeds und die Red Pumpkin Seeds, die sehen gleich aus. Haben die Ja, gleiche die sehen Grafik. alle ähnlich aus, ja. Muss man mal ein Ich bisschen habe hier auch noch spiegeln. trockene, ich habe hier auch noch trockene Samen. Ich weiß aber nicht, was dabei rauskommt. Wollen wir die einfach mal reinschmeißen und gucken, was bei rumkommt? Oder wollen wir die Kürbissamen reinschmeißen und wo wir sicher sind, was bei rauskommt, dass wir es auch verarbeiten können? Ich würde sagen, erst so, dann so. Also erstmal das eine, dann das andere. In der Reihenfolge, wie ich es gesagt habe. Ja. Also mache ich da jetzt einfach erstmal die trockenen Samen rein, um zu gucken, was passiert. Genau. Okay. Wir gehen das Ganze analytisch an. Ja. Ach, die will er gar nicht haben. Ach so, das geht mit denen dann gar nicht. Nee. Ah, Aber schade. die Kürbissamen nimmt er. Bottle of Speed, also ich habe schon Drogen. Bottle of Speed. Ja. Plus 25 Gesundheit, plus 20% Speed für 120 Sekunden. So, wir brauchen noch 4 Seile, 4 Bretter und 15 Holzstämme, 7 Holzstämme habe ich dabei. um unser Haus weiter aufzupimpen, also unser Äußeres. Ich hoffe, dann bekommen wir auch neue Baustellen dazu. Und wir wollten. Ah, scheiße, ich wollte ja gucken, was so ein scheiß Zaun kostet. Wir müssen ja noch so einen Zaun bauen mal. Na, dass wenn die Untoten wiederkommen. Dafür brauchen Ah. wir tatsächlich nur Holzstämme noch. Also ich brauche 10, wenn du 7 hast. Wir müssten in der Truhe eigentlich auch noch welche haben. Ja, dann müsste das passen. Aber das ist dann in der anderen Truhe, also nicht die Truhe rechts, ne? Ja, die Nein, Truhe rechts, da sind nur wir brauchen noch 3 Esssachen. Holzstämme. Okay. Aber dann kannst du mir gleich mal die Holzstämme auf den Boden schmeißen. Dann gehe ich nochmal einen Baum suchen. Oh, Alchemie, wenn man. Also ich hätte genug Material dabei. Ja, okay, wir machen alles nach und nach. Aber Genau. für das Alchemiezeug wird nicht mehr viel fehlen. Brauchst du auch Zweige? Nee. Und Stroh? Aber weißt du, was ich brauche? Das nächste Level ab. Nee, die nächste Folge.
Oh! Deshalb. Okay, bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.